Ich heiße Hannes Aigner, ich bin 30 Jahre alt und meine Sportart ist Kanuslalom. Ich war als Kind schon immer gerne draußen und habe Spaß gehabt, auf dem Wasser zu sein, draußen in der Natur. Und das hat mir einfach sehr gefallen, auch dieser Lifestyle, den man als Sportler hat, viel unterwegs zu sein, immer draußen trainieren zu können. Und das ist meine große Motivation, einfach den Lifestyle so zu leben. Und es macht mir sehr viel Spaß und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Ich trainiere dreimal am Tag. Einmal vormittags auf dem Wasser, einmal nachmittags auf dem Wasser, dann dazu noch eine Session außerhalb vom Wasser, zum Beispiel Krafttraining oder Laufen. Es waren eigentlich mehrere Events, die bisher meine sportlichen Highlights waren, zum Beispiel die Olympischen Spiele in London 2012 und 2016 in Rio de Janeiro und natürlich der WM-Titel im Jahr 2018 in Rio de Janeiro. Das waren alles einprägsame Erlebnisse und schöne Erinnerungen. In meinem Alltag hat Wasser eine ganz besondere Rolle, weil ja mein Arbeitsplatz auf dem Wasser ist. Ich verbringe jeden Tag mehrere Stunden auf dem Wasser. Hinter den Wassermassen in meinem Sport steckt eine unheimliche Kraft und ich versuche in meinem Sport, diese Kraft des Wassers für mich zu nutzen, nicht dagegen anzukämpfen, sondern davon zu profitieren. Ich denke, dass im Allgemeinen ein schonender Umgang mit allen Ressourcen, aber vor allem mit der Ressource Wasser sinnvoll ist, um in Zukunft auch weiterhin sauberes Wasser zu haben. Mein nächstes großes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr. Dafür trainiere ich momentan sehr hart und hoffe, dass der Plan aufgeht und ich nächstes Jahr im Sommer an den Start gehen kann. Ich denke, dass man besonders dann erfolgreich ist, wenn man Spaß an dem hat, was man macht und nie die Freude verliert. Ich bin Hannes Aigner. Meine Leidenschaft ist Kanuslalom. Ein Leben ohne den Sport kann ich mir nicht mehr vorstellen. Meine treibende Kraft ist das Wasser.